zum Thema Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Und hier habe ich durch einen Kommentar unter meinem letzten Video erfahren, dass, und jetzt halte dich fest, in Baden-Württemberg jeder Briefwähler die gültigen Stimmzettel noch einmal erhält. Jeder Wähler der Kommunalwahl in Baden-Württemberg bekommt Stimmzettel. Ja, jeder Kommunalwähler bekommt die Stimmzettel schon vorab. So, dies sind keine Briefwahlunterlagen, keine Briefwahlunterlagen. Jetzt möchte ich aber womöglich, also jeder in Baden-Württemberg bekommt das vorab. Das hatte ich in meinem letzten Video erklärt. Jetzt sage ich aber zum Beispiel, ich möchte Brief wählen und dann bekomme ich gültige Stimmzettel noch einmal für die Gemeindewahl und für die Kreiswahl. Ich bekomme in zweifacher Ausfertigung die Stimmzettel für die Kommunalwahl in Baden-Württemberg. Ich selber mache natürlich keine Briefwahl, weil die höchst gefährdet ist, auch vor Wahlmanipulation. Und das meint auch der Bundeswahlleiter, der die Baden-Württemberger kritisiert hat. Allerdings, die Vorgehensweise hier in meinem Bundesland Baden-Württemberg wurde noch einmal bekräftigt durch den Innenminister von Baden-Württemberg. Die einzige Information, die ich jetzt hier im Vorfeld darüber erhalten habe, war ein Kommentar unter meinem letzten Video. Unter ferner liefen, irgendwo in einem fernen Eck des Internets, hat der SWR einen Artikel veröffentlicht. Briefwähler erhalten die Unterlagen doppelt. Briefwähler erhalten die Stimmzettel doppelt. Die Wähler, auch manch Schlafschaf, wurde aufgeschreckt. Mensch, jetzt habe ich auf einmal zwei Stimmzettel sogar noch. Das war ja schon der erste Stimmzettel an alle schon sehr, sehr fragwürdig. Und jetzt bekommt er sogar noch in zweifacher Ausfertigung die Stimmzettel. Ich reg mich hier auf, werde hier laut. Aber das ist ja unfassbar, unfassbar. Hier. Kurz vor den Europakommunalwahlen in Baden-Württemberg herrschte bei einigen Wählern Verwirrung. Ja, da bin ich jetzt auch verwirrt. Wer Briefwahl beantragt hatte, bekam die Wahlunterlagen für die Kommunalwahl doppelt zugeschickt. Das sagt der SWR in einer seiner Unterseiten im Internet, die sowieso kaum jemand beachtet. Nur ich wurde jetzt darauf aufmerksam gemacht. Bei den vielen Kommentaren oder, ja, wie soll man sagen, selbst bei meinem gedrosselten YouTube-Kanal, also zensierten YouTube-Kanal, kurz vor der Wahl, extrem zensiert, ist auch Wahlmanipulation. Aber gut, kommt sicher, ist alles wahrscheinlich alles so rechtens, ja, schon recht. Also, und die wundern sich, aber wir werden beruhigt. Der baden-württembergische Innenminister gab Entwarnung. Alles so richtig. Keine Panne, sondern das ist so vorgesehen. Ja? Das ist genauso vorgesehen, wie es hier steht, wie das so ist. Aha, alles klar. Und hier, wie gesagt, die Briefwähler bekommen das doppelt. Ich mache keine Briefwahl, sonst hätte ich das. Ja, bekommen das doppelt. Verwirrung. Und hier wird hier gesprochen von Verwirrung. Plus, also hier, wer allerdings Briefwahl beantragt hatte, bekommt die Kommunalwahllisten plus Europawahlzettel und Wahlumschlag nochmal. Das hatte für Verwirrung gesorgt. Einige Wähler hatten sich gefragt, ob die Briefwahlunterlagen überhaupt gültig sind.
Aber jetzt kommt die wichtige Information. Bürger können nur einmal wählen. Lieber Sender des ARD, SWR, danke für die Information. Ich bin jetzt sehr beruhigt und von bitterer Ironie oder Sarkasmus keine Spur, überhaupt nicht. Ich hab's ja thematisiert. Ja, super, super. Nein, also das Medienkartell hier in Deutschland problematisiert dies in keinster Weise. Hallo übrigens, Andreas ist ein alter Schulkamerad in der Zeitung, die darüber überhaupt nicht berichtet. Ich habe ihn entfreundet auf Facebook. Briefwähler bekommen also Stimmzettel doppelt. Ja? Das Medienkartell problematisiert diesen Vorgang hier überhaupt nicht. Überhaupt nicht. In keinster Weise. Hier werden Stimmzettel erstens durch das komplette Land verschickt für die Kommunalwahl, also durch Baden-Württemberg. Und zweitens erhalten die Briefwähler sogar noch doppelt die Stimmzettel. Ich kann es gar nicht fassen. Den Link zu dem Artikel, den findest du hier unten vom SWR, den findest du hier unten. Ja, also der Bundeswahlleiter und da sind sie sich einig und der Innenminister des Landes Baden-Württemberg sind sich darin einig, dass die Anzahl der Briefwähler erhöht wird. Der Bundeswahlleiter sagt, nein, das ist nicht gut, aber das Innenministerium in Baden-Württemberg sagt, ja, das ist gut. Und seit der Machtergreifung der Grünen im Jahr 2011 hat man da offensichtlich sich einen anderen Modus operandi gestrickt. Also ich wusste jetzt davor zumindest nichts. Zumindest sind die Wähler, wie wurde das hier formuliert, irgendwo in den Weiten des Internets verwirrt. Ja, also doppelt, hier steht verwirrt, die sind verwirrt. Ja, die Wähler sind verwirrt, alles klar, okay. Ja, verwirrt sind die. Also mal abgesehen davon, dass in ganz Deutschland kaum noch ein Plakat der AfD hängt, die Partei, also die meisten Chancen hat, eine relevante Stimme zu sein hier in Deutschland, mal abgesehen davon und von der Zensur und was auch immer, die Wahl selbst, die ist zumindest in Baden-Württemberg höchst fragwürdig. Das sage ich hier in aller Deutlichkeit. Da bin ich wirklich entsetzt, was hier abläuft inzwischen. Aber das Schlafschaf, ja. Manche wachen dann auf, schreiben dem SWR und der sagt, alles super, alles in Ordnung und schreibt dann einen kleinen Brief dann noch, alles super. Jetzt noch einmal ein Hinweis oder eine Frage an meine Community. Ich frage mich, auch für die Europawahl, wenn ich morgens um 7.59 Uhr, sagen wir mal, oder 7.30 Uhr, also um 8 Uhr machen die Wahllokale offiziell, wenn ich jetzt also zuvor in die angeblich leere Wahlurne schauen darf, ist das erlaubt? Ich möchte also wissen, ob da irgendwelche Stimmzettel, die womöglich im Umlauf sind und in Umlauf gebracht wurden und ausgefüllt wurden, ob diese Stimmzettel womöglich schon vorher irgendwo gezielt platziert wurden. Ist die Wahlurne zum einen leer und darf ich das überhaupt überprüfen als Wahlbeobachter, ob um 7.59 Uhr, kurz vor der Eröffnung des Wahllokals, tatsächlich die Wahlurne leer ist? Das würde ich gerne mal wissen. Wäre mal eine wichtige Information, ob das überhaupt gesichert ist, ob es da eine Kontrolle gibt.
Ich weiß, alles versiegelt, natürlich alles dann, wenn es dann nicht erlaubt ist, wäre das natürlich alles im Sinne des Wahlgeheimnisses und so weiter. Aber da, es sind ja angeblich noch gar keine Stimmen drin, deshalb wollte ich da einfach mal bei der Gelegenheit die Frage stellen. Bitte diese Frage unabhängig von dem eigentlichen Thema hier sehen, von der Gemeinde- und Kommunalwahl, Kreiswahl in Baden-Württemberg. Erstmal so weit und ich versuche mich jetzt erstmal wieder abzuregen. Danke für die Aufmerksamkeit.